das jetzt irgendwie berühre hier oder so mit dem Rumgefuchtel. Du berührst ja auch immer die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das ist wirklich wunderschön, wie die hier so unsittlich berührt werden, will ich meinen. Hallo. We touch you again. Willkommen. Every time we touch you between the legs. Ich weiß auch nicht, wo ich damit hingehe, aber hallo. Das ist auch der ganze Podcast. Wir wissen nicht, wohin es geht. Wir fangen irgendeinen Satz an zu sprechen und gucken dann, wo er hinläuft. Genau. Ich wollte mal gucken, Brennpunkt Internet. Was ist denn hier? Bre Petrunko. Wie ist denn das jetzt passiert? Das ist mein Untergrundname. Der Bre Petrunko. Das ist wirklich, als wenn du in Falken gehst. Ne? Richtiger Bre. Brennpunkt Internet heißt der Schmarrn natürlich. So, da möchte ich nochmal hier... Also, ne? Ich möchte das nur noch mal ins aufmerksame Licht der Zuhörerschaft reinrücken. Ich weiß nicht, was da los ist, aber die letzten Wochen, wir hatten ja sonst immer so 200, 250 auf YouTube Zuhörer. Ja. Und jetzt sind das ja irgendwie 1800, 2800, dann haben wir hier 325, geht's wieder runter, aber dann 755, 667 und auch die letzte hat fast 400 Aufrufe. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Wow. Wir sind angekommen im Mainstream einfach. Ich denke auch. Jetzt geht's richtig los. Morgen ruft Spotify an und sagt hier, Exklusivvertrag bei uns, kriegt ihr dann Tausender pro Folge. Ja, wäre doch geil. Das ist schön, da kommen ja noch die Spotify-Hörer dazu und jetzt stell dir das nochmal vor, diese Leute hier in diesem Raum, in diesem professionellen Studio wären. Stinkt ein bisschen hier. Ja. Schön, dass ihr euch herablasst und einer Stunde unseren professionellen satirischen Einordnungen lauscht. Da werden wir heute auch wieder richtig mit Halbwissen glänzen. Das ja, weiß wie ich, immer, ja klar. Das weiß ich schon. Jemand, der du kennst, der glänzt manchmal mit Halbwinzend vielleicht. Das auch, ja, das stimmt. Ja. Aber schön, freut mich. Vielleicht ist es auch nur so ein kleiner Querfurz vom Algorithmus und das geht wieder weg. Ist egal, ich weiß jeden Einzelnen zu schätzen, der sich diese Scheiße hier gönnt und das jetzt auch schon seit einigen Jahren. Wie auch dein Querfurz, ne? Den aktuellen. Ja. Ich habe ein Stechen in der Brust, also vielleicht ist das auch die letzte Ausgabe, beziehungsweise vielleicht ersetzt mich Herr Rodes dann auch einfach wieder. Einen ganz, ganz, ganz langen Japan-Aufenthalt. Wir sollten diesen Brennpunkt nie beenden, wenn wir irgendwie aussteigen oder sterben oder so, müssen wir einfach neue Leute besetzen. Ja, doch, der Infinite Podcast. Dann für immer. Wie der Adventskalender, der... Ja, der wurde leider vernichtet jetzt. Ja, ja. Wie kam es zustande eigentlich? Also, Zaura, ne, wurde als letztes nominiert, der BPM-Massaker-Faschist. Ja, Lieder sind erst gut ab 300 BPM. Und der war halt zu dem Zeitpunkt krank und hat das alles nicht so ganz mitgeschnitten und da gab es Verquickungen und dann ist der Nostrafurz Adventskalender jetzt halt leider tot. Aber könnte er nicht noch wieder auferstehen, wenn er jetzt doch wieder anfängt zu machen, oh, ich war jetzt krank. Zu Ostern. Drei Wochen, warum nicht? Ja. Ein Osterkalender. Ja, theoretisch. Mal gucken. Wenn du zuhören solltest, dann bitte nochmal aufleben lassen, weil ich wollte gerne wissen, wohin es noch führt. Ja. Das war eine wilde Reise bis hierhin. Bis der Papst irgendwann dran ist und dann ein Video einschickt, das wäre mein Traum. Ja, eine wilde Reise ist natürlich auch wieder die vergangene Woche gewesen, die wir für euch hier professionell einordnen müssen, denn wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Zuhörerschaft, es ist der Wahnsinn. Nicht nur das, es ist auch... Tino. Auch Tino. Der ist auch noch da. Hier. Und auch noch hier, Wahnsinn und Tino. Ja. Wie jede Woche... Reden wir über die vergangene Woche, was passiert ist und was nicht passiert ist. Und ja, was ist denn letzte Woche nicht passiert? Das stört mich. Einiges ist nicht passiert. GTA 6 wurde nicht released, geht mir richtig auf den Sack. Noch nicht, nee. Dann hat die Sonne nicht geschienen und 20 Grad gemacht. Doch, Sonne hat schon geschienen. Ja, aber 20 Grad. Das sind die schlimmen Sachen. Da müssen wir eigentlich mal den Hebel ansetzen. Ich gebe der Woche eine -7 von 10. Bis jetzt, pass mal auf. Die Sachen, die nicht passiert sind. Was wir hier alles aufbringen können. Und zwar zum einen möchte ich darauf hinweisen, auf ein Comeback vom Schuh des Manitou. Nein. Es gibt einen Teil 2. Während Bully Herbig noch in den letzten Jahren immer so in Talkshows saß und sagte, das kann man gar nicht mehr machen heute, so einen Film drehen und so und wegen Woke und so. Jetzt kündigt er quasi heute, also für euch vorgestern, heute ist Freitag, wir sind ganz transparent, kündigte er den zweiten Teil von Schuh des Manitou an und der heißt nämlich Das Kanu des Manitou. Ja, und jetzt kommen wir direkt schon wieder in zwistige Gefilde. Ich sag's, wie es ist, weil wenn das dann das Kanu des Manitou ausgesprochen wird, ne, damit das mit dem Schuh irgendwie hinhaut, das da flattert's mir weg. Also, weißt du, da hätte ich mir was anderes gewünscht. Irgendwie das Gu. Das wird schon seinen Sinn haben. Glibber oder so. Das wäre mir noch lieber als das Kanu.
Vielleicht ist die Geschichte ganz wichtig um das Kanu. Was war denn eigentlich, was war denn mit dem Schuh des Manitou? Das war einfach nur die Auflösung für diese Karte damals, ne? Naja, das genau. Und am Ende war halt auch das, wo der Schatz verbuddelt war, Spoiler Alert, wo der Schatz ist, ist halt so ein riesiger Berg, der wie ein Schuh aussieht. Ja, okay. Das gut. War der ganze Gag eigentlich. Ja, Hammer. War mein Lieblingsfilm als Kind. Ich bin noch als ich muss auch gestehen, als Kind bin ich als Winnie-Touch gegangen zu Fasching. Hm. An der Schule, mit so einer rosa Feder und so. Aber Winnie Touch ist ja jetzt ein bisschen aus der Zeit gefallen, deswegen vielleicht nennen sie das auch jetzt die Mumu des Manitou und die ist jetzt einfach mal Transgender-Frau. Wer weiß, also kann alles passieren. 2025 kommt der Film raus. Also wir dürfen gespannt sein, was sich Bully Herbig erlauben wird und was nicht. Ob aber das E-Wort gedroppt wird, Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Move? Nicht mal ein Trailer, einfach nur ein Bild, ein Jahr vorher. Wem kräht da irgendwie ein Hai? Ein Hai kräht da garantiert nicht danach, nach diesem Drecksfilm. Vielleicht dafür irgendwie Filmförderung oder so, dass er das schon ankündigen wollte. Weiß ich nicht genau. Cool. Also ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino renne. Ich glaube auch nicht, dass ich da großen Trieb habe, mir das anzugucken. Auch wenn ich früher der Schuh des Manitou echt geguckt habe. So. Ich habe bestimmt auch fünfmal gesehen. Ja. Diese Stelle, der hängt da hinten an dieser komischen Gondel dran, dann verliert er die Hose und macht der Pimmerl einmal an den Schienen. Das war witzig. Comedy Gold, Alter. Ja. Ich hätte den Film ungelogen bestimmt so 30 Mal gesehen in meinem Leben. Das ist hart. Das kommt schon hin. Also es gibt wenig Filme, die ich so oft gesehen habe. Wahrscheinlich 500 Days of Summer, Der Patriot und Rush Hour 2. Mhm. Und die letzteren beiden nicht unbedingt, weil ich finde, dass sie die besten Filme aller Zeiten sind, bei dem ersten schon. Aber die hatten wir einfach auf VHS damals, die gute alte VHS-Zeit. Und die, ja, es lief runter und drüber. Ja. Ihr merkt, es ist spät abends. Wir haben immer eine andere Ausrede. Mal ist morgens ausgeschlafen, dann ist es spät abends. Wortfindungsstörungen, die gehören einfach hier zum guten Ton. Bei mir gibt es so drei Filme, die ich halt echt tausendmal gesehen habe. Das sind Schuh des Manitou, School of Rock und The Dark Knight. The Dark Knight habe ich bestimmt auch über 30 Mal gesehen. Hm. Ganz, ganz oft. Mal auf Spanisch, mal auf Englisch, mal auf Deutsch. In allen Variationen. Ja, ich habe den auch gesehen. Da war das doch, da dieser eine ältere Mann im Park so ein paar Enten gefüttert hat und dann die Oma so komisch guckt und so neidisch ist. The Dark Knight war das? Ah, nicht? Ja, das ist der, genau. Ja, richtig. Ja. Tut mir leid, aber... Voll der Gag, Alter. Nee, also diese Dinger leben davon, dass die so scheiße sind. Ja. Und dann, weißt du, die Hoffnung in deinem Gesicht, dass jetzt irgendwas Sinnvolles kommt, die stirbt. Ja. Und das ist dann mein Spaß dabei. Hatte ich gerade ganz kurz. Aber ihr merkt schon, die Woche war vielleicht etwas dünner. Nee, überhaupt nicht. Was heißt denn dünn, Robin, das Wort dünn? Komm, lass mal beschreiben, was das Wort dünn bedeutet. Naja, also wenn wir jetzt einen Querschnitt durch die Gesellschaft machen und... der Durchschnittsmensch irgendwas bei 70 Kilo, keine Ahnung, wiegt. Und wenn man dann unter 70 wiegt, ist man wahrscheinlich dünn. Ah, okay. Bin ich also auch dementsprechend? Ja, du bist... Naja, würdest du nicht sagen, dass du dünn bist? Ja, so durchschnittlich oder ein bisschen drunter vielleicht, ein bisschen drunter. Und wie heißt das, wenn man ein bisschen unter dem Durchschnitt ist? Ist man dann unterdurchschnittlicher? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Es ist mir zu spät für diese Diskussion. Ja. Nee, also mir ist aber was aufgefallen. Weil wir sagen ja seit Jahren, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, dann gibt es eine 10. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dieses Ding mit dem Dritten Weltkrieg ausbrechen, das ist eher so ein schleichender Prozess mittlerweile. Und das kündigt sich extra, weil wir das im Podcast sagen, nicht an. Weißt du? Ach so. Der Dritte Weltkrieg, der huscht da so hinter so einer Hecke und guckt und schelmt sich einen rein und denkt sich, hahaha, ich werde hier jeden Tag so eine kleine 10 mehr rausstrecken. Mhm. Ja, der kleine Schlemiel. Und dann können wir nämlich nie eine 10 verteilen, weil irgendwie, ja warte mal, jetzt sind wir ja mittendrin. Und das finde ich gemein. Wir können versprechen, solange es den Brennpunkt gibt, wird es keinen Dritten Weltkrieg geben. Okay. Da verstehe ich. Das ist ein hartes Versprechen. Ich meine, wenn alle sich darauf einigen, dass es kein Weltkrieg ist, weil irgendwie die Antarktis nicht mitmacht, dann ist ja eigentlich... Guck. Ne? Wir werden diese 10 nie erreichen. Nee, ich habe hier nur mal so eine Liste, weil es passieren ja Dinge, ja. Also Russland geht ja jetzt schon eine Weile, Wismar. Ja? Da ist was Wismar passiert. Ist übrigens ein gutes Bad. Wismar, kann man mal hin. Soko Wismar gab es auch. Ja, ist wahrscheinlich nicht so gut wie das Bad. Hamas und so kennen wir auch alles. Ist jetzt alles schon alter Hase. Und dann, da kommen wir nämlich gleich zu dem Thema, was ich eben kurz vor knapp nochmal rausgeschaut habe. Diese Houthi-Aktion, ja, die da stattfindet. Houthi? Das sagt ja gar nichts. Nee. Die Houthi-Piraten, die irgendwelche
Schiffe überfallen und deswegen jetzt da... Ach so, das haben wir in der letzten Woche schon besprochen. Da habe ich doch schon erzählt, dass gerade hier die USA irgendwelche Sachen abfeuern. Ja, ja, aber das wird ja immer wilder. Ach so, ich wusste nicht, dass die Huibu heißen. Also die Huibu, ja, das ist der nächste Bulli-Film. Das wird ja richtig unangenehm. Ja, und dann, dass die NATO-Truppen jetzt irgendwie 90.000 Soldaten so eine große Übung machen. Die größte Übung seit, was weiß ich. Vielleicht machen die auch nur so Doku. Ich weiß nicht, was die mit Übung meinen. Hi! Guten das Abend. Ist immer schön. Nee, wir haben hier gerne Besuch. Wir haben ausnahmsweise mal hier so eine Spätausgabe, weil Tino so unflexibel ist mit seiner Zeit. Ist, wie es ist. Hi. Ist ja. Der Podcast offen in Tür. Ja. Aber jetzt ist sie wieder zu, sonst wäre noch kälter. Ich lasse die Tür draußen. Sehr gut. Ja, was haben wir hier noch? Warte, Houthis, Jemen, ja sowieso, es geht ja auch schon ewig, aber jetzt ist so ein bisschen ein Spotlight drauf. Ne? Dann hat Bruce Aaron letztes Mal geschickt, Alter, hier Ecuador und so, was da abgegangen ist. Das hat jetzt nicht unbedingt Weltkriegsallüren, was da passiert ist, aber ich will dieses Ding hier eigentlich gar nicht so politisch immer machen. Wir reden recht viel über Weltpolitik. Und, das kann meine Schuld sein. Nee, das ist ja auch okay so. Und wenn hier gerade so ein brennendes AfD-Thema ist wie letzte Woche, ist ja auch völlig fein. Aber wenn da irgendwie krasse Aufstände sind und Polizei, Gefängnis, Riesenrevolte und Rumgeklöppel und so in Ecuador, dann ist das natürlich krass, aber... Das ist nichts, was das Internet so richtig juckt. Wir brauchen die Memes. Also als wir anfingen, dachte ich, ja, wir machen mehr so YouTube-News und so wie Mr. Trashpack, sowas, weißt du, und gucken. Und die Nische ist ja jetzt gerade frei, ne? Also weder Trashpack, der macht nur noch Mucke, und noch Newstime machen das. Ah, dann sollten wir anfangen damit. Ja. Ja, weil wir reden echt viel über welche Kriege und Nazis und so, aber wenn es euch stört, könnt ihr ja was anderes hören. Ja. Nee, also ich bin doch. Schon, ich, ja, auch, aber ich finde es schon auch interessant, trotzdem über diese Larifari-YouTuber-Sachen. Und ich leite das nur hin, weil das überschneidet sich gleich. Ich komme noch dazu. Das wird der Wahnsinn. Aber hier habe ich noch, 85% der Gaza-Population. Ja, okay, bla. Iran und Pakistan, das ist halt auch nochmal so ein Brandherd, der gerade ist. Mhm. Und so kommt das von allen Seiten so im Walzer, weißt du, immer mal alle, so... Alle führen so ein bisschen Krieg. Immer mal so in die Mitte oder wie 500 Miles, so, weißt du, alle so im Line Dance, gehen aufeinander zu. Hab ich gehasst, Alter. Ja, ich auch, so ein Track-Song, Alter. Gehen aufeinander zu, ach, na, wir berühren uns nicht ganz, gehen wir mal wieder zurück. Ach, wir gehen mal wieder mit einem schönen Line Dance aufeinander zu, ach, werfen wir eine Bombe auf die Houthi-Piraten, oh, gehen wir mal wieder zurück. So, die trauen sich nicht. Ja, das ist halt so ein Hin und Her. Und wenn dieses Verhalten uns die 10 von 10 versaut, dann da geht mir aber der Hutschnur hoch. Dann fahren wir auch mal hier in den Karibik und in den Karibik. Und ziehen mal die ganzen Piraten auf. Hm. Die machen Feuerzeuge. Echt? Machen die das? Ja. Karibik. Cool. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ist okay. Es reicht, wenn das eine traurige Person da am Empfangsbolzen versteht, weil das war wieder einer von denen. Ich finde es eh weird, hier wegen Piraten und so. Was heißt ein Pirat eigentlich? Weil ich finde One Piece zum Beispiel... Oh, Alter, Tino, du machst die Überleitung perfekt. Das sind für mich keine Piraten. Ich verstehe das nicht. Die sind doch total nett und so und überfallen überhaupt niemanden hier, die Strohhutbande. Du würdest dir also wünschen, dass Ruffy irgendwie in heißt der Ruffy oder Luffy jetzt nur? Ruffy, glaube ich. Im Deutschen, glaube ich, nur Luffy. Luffy, keine Ahnung. Luffy, ja. dass der mordend, brandschatzend und vergewaltigend in der Serie rumzieht, damit das historisch akkurat ist. Definition von Piraten. Hm. Ja, das tut mir dann leid, dass er das nicht macht, aber die Überleitung ist perfekt, mein lieber Tino. Sehr gerne. Denn Hassan Abi, auch hier auch schon öfter mal thematisiert worden, einer der größten Twitch-Streamer aller Zeiten, hat einen von diesen Houthi-Piraten interviewt. Mhm. Ja? Und man kann das sich drehen, wie man will, aber das sind halt trotzdem Terroristen, würden wahrscheinlich die Mehrheit an Leuten sagen. Klimakleber, meinst du? Genau die. Die da mit Maschinengewehren und so irgendwie Boote einnehmen. Und das ist aber ein besonderer, der ist nämlich viral gegangen, der heißt Tim Houthi Chalamet. Aha. Weil du kennst vielleicht Timothy Chalamet? Ja, stimmt. Aha. Ja. Durch den Film mit dem Schwulen bestimmt. Ja, Call Me By Your Name. War, genau. War klar. War toller Film. Dune 2 kommt nämlich sehr bald und da freue ich mich drauf, der ist auch mit ihm in der Hauptrolle. Ich glaube 22. März. Ich weiß gar nicht, ob das eine Trilogie wird, aber der erste Teil kam vor anderthalb Jahren. Okay. Kann man sich angucken. Da geht es um so Wüsten und so, ne? Tatsächlich. Ja. Da hast du sehr gut hergeleitet, aber es Dankeschön. Geht um noch viel, viel mehr. Ja, und der sieht dem halt ein bisschen ähnlich, aber wirklich... Deswegen heißt er aber auch so, ja? Naja, der hat halt diesen Spitznamen. Tim Houthi
Ja, wie schreibt man das denn, Alter? Charge. Charlemagne. Oh, ich sehe schon ein Entführungsvideo. Ja, ja, so. Naja, Entführung ist halt, also ich finde nicht, dass die sich wirklich ähnlich sehen. Der hat halt auch so zerwurschteltes Haar. Der hat eher was von den Jonas Brothers, so. Ja, keine Ahnung. Nick Jonas. Der sieht halt aus wie jeder, ne? Also da ist nichts zu holen. Aber das ist, ja, guck mal, hier sieht man sie nebeneinander. Ihr könnt ja interaktives Podcast-Erlebnis machen und selber googeln. Ja, ich kann es schon nachvollziehen, wo es herkommt, aber ich würde eher die Jonas Brothers da reinzählen. Ja. Wie dem auch sei, der hat ein Instagram-Video gemacht, beziehungsweise Instagram ist das Einzige, was er jetzt noch an Social Media hat. Ursprünglich war es, glaube ich, ein TikTok, wie er halt so ein Boot eingenommen hat mit seinen Homies und also rüberläuft, hey, ja, und im Hintergrund sieht man einen mit einer Kalaschnikow oder whatever. Und das ist halt viral gegangen, weil das so, weil halt auch einfach so Leute, er sagt selber nicht, ich bin Teil davon, aber er ist halt, ne, Teil davon. Er ist davon. Teil der Crew. Naja, suchen jetzt ja, den bestimmt. Großen Schatz. Ach so, du meinst Teil der, ich dachte Teil der Crew, die quasi überrumpelt wurde. Nee, Teil der Crew. Hey Leute, was geht? Hier sind gerade überall Piraten, ich bin in Gefahr. Like und subscribe. Nee, also der ist deswegen viral gegangen. Und dann hat sich dann Hasan Abi geschnappt und in sein Twitch-Format reingeholt und hat den dann gefragt, guckst du zufällig One Piece? Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, das gucke ich seit meiner Kindheit und das ist alles so cutesy. Aber wenn man das nochmal zurückspult und sich vorstellt, okay, derselbe Typ holt sich jetzt irgendwie Osama Bin Laden in seinen Stream rein und fragt, ey, kann das sein, dass du irgendwie GTA spielst in deiner Freizeit? Das ist natürlich und ein bisschen... Und wir gerne mit so Fliegern in Hochhäuser rein. Ja, also spielst du Flight Simulator zufällig? Also das ist irgendwie... Bin Laden soll ich schon als Kind GTA 5 gespielt haben, ne? Ja, oder was weiß ich, wenn hier in Deutschland der Typ, der Lübcke erschossen hat oder so, weißt du? Spielst du in deiner Freizeit Counter-Strike? Also das sind natürlich ein bisschen extreme Beispiele, aber ich will es verdeutlichen, dass das irgendwie auch schon wieder so ein dystopisches Ding ist, das einfach passiert, weißt du? Ja, und es ist der Kritikpunkt, dass er halt so einen gefährlichen Menschen interviewt hat und geht es deswegen Shitstorm oder er wurde jetzt entführt von denen? Was ist denn halt der aktuelle Stand? Er wurde nicht entführt, aber ich glaube, die Hardcore-Fans von ihm finden das alles in Ordnung und haha witzig und so. Immer, ja. Aber da gibt es schon auch auf jeden Fall laute Stimmen, wo ich mich auch dazu zählen würde, die das einfach ein bisschen pervers finden, so. Also der hat jetzt vielleicht an sich nicht so viel gemacht, weil der vielleicht niemanden erschossen hat oder was weiß ich, aber der noch ist nicht. Der ist halt mit einer Truppe von bewaffneten Leuten auf so ein Schiff und hat das eingenommen. So, das ist jetzt erstmal nicht so cool, sag ich mal. Also wie dieses Gladbeck-Drama damals in Bremen, wo diese beiden oder waren es drei, weiß gar nicht mehr, Männer, so einen Bus entführt haben und so. Und dann haben irgendwelche Journalisten da auch da angeklopft und die interviewt und so. Ah und so ja, ganz dunkel. Auto reingesetzt, Alter. Ne? Ganz dunkel, auch ganz dunkle Geschichte jedenfalls. Und da war auch so ein bisschen so dieses Ding von Presse mit Kriminellen, ob man die wirklich so interviewen sollte und so. Also ich muss sagen, ich verstehe beide Seiten, ich finde es auch spannend. Interviewen ist ja auch nochmal was anderes. Also dieses, hey, guckst du zufällig One Piece? Weißt du, das ist halt einfach, das holt das auf so eine Ebene runter, die das so... Das macht ihn sympathisch vielleicht. Ja, so, oh, ja, so ein Cuter, der sieht eh schon so hübschi aus und dann guckt er noch One Piece. Oh, jetzt will ich auch Pirat werden. Ach so, ja. Nee, das darf nicht passieren. Also sollten schon kritische Fragen sein, aber natürlich auch, wo es herkommt, ne? Ja. Und wenn jetzt One Piece diesen Piraten da radikalisiert hat oder piratisiert wahrscheinlich. Hat, dann kann das schon sein. Das fing alles piradikalisiert. An, na, das fing alles an mit kinox.io und dann ist er jetzt auf hoher See heute und pirateriert darum ja. an echten Menschen. Piratikalisierung, muss ich sagen, ist wahrscheinlich im Titel der heutigen Folge drin. Das freut mich. Ist schon gut, ja. Das freut mich. Ich möchte übrigens auch mal sagen, was mir aufgefallen ist im Schnitt, ja. Dass ich im Intro habe ich öfter von mir Sachen, die ich sage, als von dir. Aber das hat nichts damit zu tun, du bist lustiger als ich. Nee, sag's. Das Problem ist, dass ich mir halt nicht dieses ganze Ding nochmal anhöre, sondern immer da gucke, wo besonders lauter Ausschlag ist. Und das ist dann immer für mich ein Zeichen, da muss ein Gag passiert sein. Ist mir nie so krass aufgefallen. Okay. Also ich höre es ja selten nochmal komplett. Das ist ja, also ist mir halt jetzt so, die letzten zwei Mal ist mir so aufgefallen. Du hast ja auch immer witzige Sachen, aber die finde ich dann nicht so einfach. Das weil ich so leise bin. Und man muss dazu sagen... Robin, das war jetzt witzig. Au, look. Habe ich es geschafft? Weiß ich nicht. was wollte ich sagen?
Du bist ja witzig und ich lache ja auch bei deinen Gags, ja. Aber weil ich halt so ein degenerierter Typ bin, lache ich halt bei meinen Gags am lautesten. Ja? Daran erkennt man, wenn ich einen Gag gemacht habe, wenn ich derjenige bin, der am lautesten lacht. Das Schlimme ist, dass die Partei mich ruiniert hat, weil ich habe da echt gelernt, lustig zu sein, ohne zu lachen selber. Weil ich es mal ernst nehmen wollte. Und oftmals wissen Menschen nicht, was ich ernst meine und was ich ernst meine. Das ist ja an sich auch geil, wenn du so ganz trockene Aussagen machst, wo jeder denkt, hä, Moment, was? Mhm. Und du das aber einfach übergehst. Das ist ja auch eine richtig geile Ebene. Das ist im Privatleben manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Wenn du auf Partys bist, jemanden kennenlernen willst und dann irgendwie erzählst du was von irgendwelchen Dingen, das ist dann nicht so toll, wenn die glauben, du meinst es ernst. Ja. Also welchen Massenmörder können wir jetzt mal hier interviewen und nach One Piece fragen? Oder? Hitler. Ne, den gibt's ja nicht mehr. Ach so, stimmt. Wollen wir uns Höcke mal einladen? Das hatten wir ja eh schon mal vor. Der ist noch kein Massenmörder. Ach so, oh, die Verbindung wollte ich jetzt gar nicht machen. Das war nur so ein zufälliger Name, der mir gerade eingefallen ist. Ja, aber Höcke hat ja auch in seinem Buch geschrieben, dass das große Problem ist, dass man Hitler als absolut böse darstellt. Und es ist ja natürlich dann auch so eine Connection, die ist nicht ganz zufällig, glaube ich. Hm. Ich glaube nicht, dass jetzt Höcke der größte Hitler-Gegner ist. Nee. Der zweitgrößte auch nicht. Hast du noch was zum Piratenthema? Nö, aber ich finde es trotzdem. Also gebt gerne mal drauf ein in den Kommentaren. Ne? Das ist, da interessiert mich eure Meinung zu. Mich nicht so, aber was spannender ist aktuell gehen ganz viele Menschen gegen die AfD auf die Straßen. Und zwar echt? Freitag und Samstag sind ganz große Demos, morgen am Samstag in Erfurt. Hey, ist das der Grund, warum unser Podcast am Freitag aufgenommen wird? Das kann sein, ja. Komisch. Möglich. Was machen die AfD? Nee, also die machen halt nichts gerade, also die machen viel, aber morgen gehen halt ganz viele Menschen auf die Straße, um halt zu protestieren gegen die AfD und dass man halt Höckes Grundrechte vielleicht sogar entziehen kann. Das ist so ein demokratisches Mittel, um halt die Demokratie so ein bisschen zu beschützen, das AfD-Verbotsverfahren so ein bisschen anzustoßen, um auch zu zeigen, dass halt die AfD-GegnerInnen und Gegner, warum GegnerInnen, das ist Quatsch, aber dass sie halt immer, dass sie halt mehr sind als die AfD. Ich rette dich einfach da ganz kurz draus. Wenn man sagt, Piraten dürfen das nicht mit diesen Schiffen klauen, dann ist das auch ein Verbotsverfahren. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt habe ich das... Egal. Ja, es wird ganz groß sein und während ihr das hört, wird es schon passiert sein mit den ganzen Demos. Aber ich bin auf Erfurt sehr gespannt, werde berichten. Ja, wo du gerade von der Partei geredet hast, ich habe da wieder so einen richtig geilen... Und ja, hin und wieder bin ich auf Twitter unterwegs, ja. Auf X. Werde ich niemals sagen. Ich werde es deadnamen, bis es wirklich tot ist. Das ist okay. Da habe ich halt gesehen, wie sich wieder Leute über dieses tolle Plakat echauffiert haben, Nazis töten. Ach so, das ist großartig. Weißt du, also die armen Bauern mit ihren Reichsadlerfahnen, die können ja nichts dafür, aber die linken Extremisten, diese 90.000, die da durch Berlin und Konsorten am Laufen sind, die haben Plakate, die zum Mord aufrufen. Stimmt ja nicht, das ist ja Nazis töten, das ist eine Aussage. Das ist mir alles bewusst und ich weiß ja auch, dass die das vielleicht wissen könnten und das bewusst machen, aber es ist halt trotzdem so, ich weiß nicht, das hatte ich ja auch schon vor 2 Jahren oder so, hatte ich das mal gesagt, dass irgendwie Satire auf der rechten Seite immer so einen übelsten Strohmann baut und auf der linken Seite ist das so mit so einem Augenzwinkern eher, wie halt das jetzt, man weiß natürlich, aha, das ist provokant, aber es ist ja trotzdem irgendwo clever, sag ich mal. Ja, ne? Das sehe ich auch so. Ich das jetzt mal in Schutz nehmen. Ich finde, Rechte haben echt wenig Humor, muss man sagen. Ja, würde ich vielleicht nicht pauschal sagen, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber mir ist halt, wie gesagt, aufgefallen, wenn ich dann in so erzkonservativen oder rechten Foren unterwegs bin und mir das mal so angucke, dann geht es da halt immer darum, so ein kleines Nischending, wie zum Beispiel, Junge kann nicht mehr in den Kindergarten rein, weil da jetzt 300 Transgender-Frauen-Kinder drin sind. Also, sechsjährige Transgender-Kinder-Mädchen, whatever. So, irgendwas, was niemals passieren wird, was ultra utopisch ist. Und dieses übertriebene Szenario wird dann immer angegriffen. So. Sie überspitzen. Ja, aber halt irgendwie stumpfer, weil überspitzen machen alle und Satire darf das ja auch, aber ich weiß nicht, das ist immer so, das machen wir bestimmt auch hin und wieder, aber ich sehe halt nur das da, weißt du? Ja, ich finde auch, wie gesagt, so rechten Humor, selten witzig, gibt ja auch so irgendwelche Facebook-Bilder und WhatsApp-Bilder, wo die sich über die Ampel lustig machen oder über Ricarda Lang so, guck mal, die ist dick, Es ist halt immer, also mit wenig Substanz tatsächlich. Das finde ich mal sehr schade.
Ja, bevor wir mit Substanz zum nächsten Thema tanzen, würde ich nämlich elegant von der AfD zur Schwesternpartei CSU? FDP überleiten so. Wollen. Ja. So würde ich das interpretieren, wie ich diese Rede von Lindner einordnen möchte. Mhm. Die Lindner-Rede, die in der Oase vormals besprochen wurde, weil Lindner einen Rotzfladen in seiner Nase drin hat, der so rausbaumelt und dann so wieder reingezogen wird. Oh, das ist eklig, Alter. Es ist menschlich, aber auch ein bisschen eklig. Aber das war für mich nicht das Kontroverseste, was da passiert ist, weil die ganze Art, wie er redet, ist schon sehr... Ich will jetzt nicht Hitler-esk sagen. Aber. Aber. Er redet halt sehr laut. Und er redet sehr energisch. Er schreit. Der Mann das alles. Nee, das hat er ausnahmsweise immer nicht gesagt. Er sagt andere kontroverse Sachen, meiner Meinung nach. Also, er nutzt diese... Man muss auch dazu sagen, da sind halt echt viele Leute, die sehr laut sind. Also, was er da ruft, dass er schreit, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber es wirkt dadurch alles nochmal viel finsterer. So, und... Er stellt sich dahin, nachdem hier irgendwie AfD-Geheimplan und so alles ein großes Thema ist und sagt, er wünscht sich von der Politik, was er selber ist, ja, mhm. Das finde ich schön, dass er als fucking Nummer 3 oder so in der Regierung gefühlt, dass er da Nummer 1 eigentlich. Ja, na, weil er alles blockieren kann. Nee. Aber dass er sich wünscht, dass die Politik mehr auf die Unterwanderung von linken Extremisten aufmerksam macht. Alter, dass das zu den jetzigen Zeiten dass das in den Medien nicht. Zu wenig stattfindet, mhm. Dass die Bauern verunglimpft werden, aber die linken Extremisten unterwandern uns hier und das ist, mhm. Und das ist irgendwie so ein fucking Zeitpunkt. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es sich davon erhofft, ein paar AfD-Stimmen wieder abzugraben, mhm. Ja. Aber das passiert nicht. Aber das befeuert doch nur noch mehr, was eh halt schon ist, dass das alles so das neue Mittelding wird, so, weißt du? Dass wir uns alle erstmal drauf einigen, ja, okay, die Bauern, die machen das gut, weil die geben uns Essen. Und die Leute, die aber fürs Klima sind, das sind Extremisten. Ja, obwohl sie gleiche Mittel sind, ne, ist ja klar. Und da muss ich auch nochmal sagen, mit dieser ganzen, ich bin ja eh viel mehr in Amerika drin, weil es für mich interessanter ist. Aber auch, weil es auch so ein Blick in die Zukunft für Deutschland vielleicht ein bisschen ist, haben wir auch wieder hier wegen AfD-Verbot da und Trump-Verbot da, ist ja auch so ein bisschen eine Spiegelung. Deswegen bin ich da nicht so drin, aber dieses, du kannst mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch formuliere, aber was das Verfassungsgericht abgelehnt hat, weil es verfassungswidrig ist, diese Schuldenaufnahme oder Übernahme von der Corona-Zeit, genau. Da war Teil der Begründung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in der Corona-Zeit eine ganz klare Krise da war. Mhm. Und jetzt aber, dieses Geld soll ja unter anderem für Klimabekämpfung verwendet werden, Klimabekämpfung, damit es noch schlimmer wird. Und hier ist aber jetzt angeblich laut diesem Gericht keine Krise da. Und das finde ich interessant. Ich habe so verstanden, dass das Corona-Geld einfach für Corona da war und halt nicht also es für... Es gibt verschiedene Faktoren, aber das war auf jeden Fall ein Faktor, korrigiert mich, wenn ich das falsch mitbekommen habe, der für mich am relevantesten war, weil der am absurdesten für mich ist. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen tatsächlich. Also den Fall schon, aber jetzt nicht die Begründung, aber die wäre schon sehr, sehr, sehr dämlich und wäre wieder so ein Spiegel, ne? Das heißt, es wäre halt wieder typisch, weil klar ist, die Klimakrise für uns akut gerade nicht so ein Ding wie Corona war, mhm. Dass wir uns jederzeit quasi vor der Tür mit irgendwas anstecken können. Aber die ist ja global gesehen so viel krasser einfach. Aber dann soll es halt so sein, weißt du, ich bin da inzwischen so ein bisschen so, dann soll es halt so sein, die Menschheit, die will das nicht, die wollen sofort leben, dann ist es halt so. Es ist scheiße, aber vielleicht ist es halt so und man kann nur versuchen, selbst so zu leben, dass man so wenig wie möglich irgendwie CO2 ausstößt und Plastik rumschmeißt und so. Aber ich denke, das wird nicht schnell passieren, dass wir irgendwie klimaneutral werden. Überhaupt nicht. Nicht mit dieser Attitüde, aber ja. Ein bisschen schon. Aber was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass Schinkenspicker gibt es nur noch in vegan. Mhm. Habe ich gelesen, gerade eben noch auf dem Weg hierher. Weißt du, vorhin machst du mir meine Überleitung so geil und jetzt machst du mir die, jetzt sabotierst du die mir. Tut mir sehr leid. Ich hätte so schön überleiten können zu einem anderen Corona-Thema, aber nein, reden wir über die vegane Schinkenspicker. Das war's auch schon. Das hast du vorhin erst erfahren, da hast du wohl vor die letzten 2 Tage nicht in die Oase geschaut, da habe ich das nämlich gepostet. Zudem
sind da so viele Premium-Memes entstanden die letzten 2 Tage. Es ist unfassbar. Ja, schau so alle paar Tage mal rein, wenn dann so 1000 Nachrichten drin sind, dann scroll ich mal. Wenn man regelmäßig reinguckt, sind da keine 1000. Es sind auch so keine 1000, was du erzählst. Das meiste waren vielleicht mal so 400 oder so. Pass auf, da ist ein Typ, ja? Ja. Der heißt, warte kurz, der heißt Manute Bol. Und das ist ein 2,31 Meter großer Basketballspieler. Den gibt's wirklich? Den gibt's oder gab's, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ist aber auch egal. Und er hat einen Sohn und der Sohn ist auch 2,20 Meter und spielt Basketball und dieser Sohn heißt Bol Bol. Und also, das ist... Der de Bohlen gehen das soll, ist Bol Bol, ja, und dann fing es halt an, Vater bei der Namensfindung, Bol Bol, Basketball... Bol Polizei, ja, Spaghetti Bol Bolognese, ja. mit Basketbällen halt dann jeweils immer in den Bildern. Und also, solche Memes gibt es nur in der Nostra-Oase. Ja, da muss man sich halt leider einkaufen, ne? Das ist ein, aber also... Nicht viel, das sind nur $3 im Monat. Das sind nur $3, das ist ein Schnäppchen. Gar nichts, und durch den Wechselkurs von Dollar und Euro macht man Plus eigentlich. Und Rubel? Man kriegt de facto Geld. Rubel, boah. Putin dürfte kostenlos rein. Oh, toll. Aber dann muss er sich von mir was anhören. Naja, auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob das für andere so lustig war wie für mich, aber ich bin gestorben. Bol, der Basketballspieler. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja, unter anderem das und dann gab es noch viel mehr, weil sein Vater halt einfach auch ein perfektes Meme-Template. Guck dir diesen Menschen an, Alter. Das ist auch riesig, ey. Das sieht so unrealistisch aus. Und die langen Beine, Alter. Manute Bol. Ja, googelt den mal, Leute, das ist unfassbar. Ja, kleiner Exkurs. Wenn die Leute jetzt nicht auf Patreon gehen, dann weiß ich auch nicht. Dann könnt ihr die ganzen Bol-Bol-Memes nachholen. Wer eine Verschwörungstheorie nachholen wollte und aufklären wollte, war das Pentagon. Ich gehe mal ganz kurz nach Amerika rüber mit einem kleinen C. Mhm. Denn es gab von... Mit einem Segelboot hoffentlich. Nee, es gab von Republikanern gab's das Gerücht, dass Taylor Swift vom Pentagon gekauft worden ist, um halt demokratische Propaganda zu verbreiten. Weil Taylor Swift bekanntlich an der Armutsgrenze nagt. Genau. Und die braucht dieses Geld. Jedenfalls gab es eine Antwort auf eine Anfrage von Fox News, und zwar schrieb das Pentagon, ich zitiere, "As for the conspiracy theory, we are going to shake it off." Mhm, witzig. Finde ich witzig. "But that does highlight that we still need Congress to approve our supplemental budget request as swiftly as possible." Also, swiftly? Ja. Mhm. Das aber swiftly müsste das heißen, oder? Swiftly, ich hab mich verlesen. Swiftly. Swiftly. Das fand ich ganz cool. We have to shake it off. Ja, da haben sie Humor gezeigt. Das sollten, finde ich, Regierungsbehörden viel öfter tun. Ja. Das ist doch mein Gag der Woche. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, ist so. Bist du auch Taylor Swift-Fan? Ich bin kein Swiftie, nee? Muss ich sagen, aber die macht, glaube ich, viel. Also die steht auch hier und da mal wieder in der Kritik, aber die engagiert sich sehr dafür, dass Leute wählen gehen. Und das finde ich erstmal gut. Ja, das ist aber alles, was ich über sie weiß. Sie ist eine Umweltsau. Naja, gut, das sind alle, die irgendwie Konzerte geben, glaube ich. Das stimmt. Ja, jetzt gab es nicht irgendeine Band, waren das YouTube, nee, nicht YouTube, eine andere. Die wollten nur noch auf Welttournee gehen, wenn es eine Möglichkeit gibt, klimaneutral auf Tour zu gehen. Und die Ärzte waren, glaube ich, auch letztes Jahr einigermaßen also CO2-sparend und hatten auch sogar 2 Konzerte in Berlin, die CO2-neutral waren. Es tut mir leid, ich hatte wieder gerade so einen Moment, wo ich dir nicht folgen konnte, weil mein Gehirn einfach nur gerattert hat. Anspruchsvoll. Pass auf, und was ich gerade in meinem Kopf hatte, und es ist fast zu hart, das jetzt hier zu offenbaren, wie degeneriert mein Schädel ist. Also es ist noch in Arbeit, ja, aber ich habe irgendwas gedacht, ja, der Hitler mochte besondere Musik nicht aus Großbritannien, wenn das von, ich krieg's gar nicht zusammen, also ich wollte irgendwas mit, was der U2 und U2. Ach so, okay. Also da ist mein, und siehst du, ich hab's immer noch nicht und deswegen kann ich nicht klar denken, weil ich, der Gag muss formuliert werden. Also Leute, ich gebe es an euch einfach weiter. U2 und U2, aber das ist natürlich wieder verwerflich, weil lass uns das Thema wechseln. Apropos Antisemitismus, der ESC, liebe Leute, ist auf dem Start, der Eurovision Song Contest wird stattfinden. Und diesen Freitag, also an dem Tag, den wir aufnehmen, wurden die TeilnehmerInnen
veröffentlicht. Das ist für Deutschland. Es ist jedes Mal, wenn du diesen Contest rausholst, habe ich das Gefühl, der war doch gerade erst. Der war nicht erst. Der ist im Mai jedes Jahr. Der ist im Mai. Und wir haben ein paar bekannte Gesichter. Einmal die Tochter von Matthias Reim ist dabei, die so ein Schlagerlied singt. Für Deutschland, was wieder letzten Platz macht, oder was? Also eine von den beiden muss es sein hier, weiß gar nicht, welche von den beiden. Aha. Wahrscheinlich die rechts. Das ist rassistisch von dir, du kannst die zwei blonden Frauen nicht unterscheiden. Ist, wie es ist. Max Mutzke kehrt zurück, der damals bei Stefan Raab einen Contest gewonnen hat und schon mal angetreten ist für Deutschland. Ach, das ist die Vorauswahl quasi. Die Vorauswahl, so. Genau. Der hatte damals diesen Song Can't Wait Until Tonight, Baby, und war irgendwie auf Platz 8 oder so, also relativ okay. Ziemlich weit oben oder noch höher. Da geht's um Durchfall, oder? Genau. Muss jetzt raus. Ja. Und es ist relativ wieder viel typischer ESC-Scheiß dabei, also wo du merkst, es wurde dafür produziert und geschrieben. Aber es hat sich ja bewährt die letzten Jahre, von daher kannst du das nicht kritisieren. Naja, wobei wir hatten noch oft Songs, die eben auch nicht so reingepasst haben, wie halt irgendwie hier Lord of the Lost. Das war ja schon ein bisschen Lost gewesen, der Beitrag. Aber ich hab schon einen Favoritenbeitrag, den ich auch in die Playlist reinmachen werde. Der Song heißt nämlich Katzen. Und der Song ist ein bisschen außergewöhnlich. Da könnt ihr nachher mal reinhören. Das wird mein Favorit werden dieses Jahr. Meine Favoriten gewinnen nie. Wenn ich irgendwie jemanden richtig geil finde, auch beim ESC im Finale. Meine Favoriten sind immer die letzten oder so. Aber für mich ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn die verlieren. Deswegen könnt ihr dann mal nachhören. Leute, die sich selber ritzen, könnte man auch Katzen nennen. Katzen? Wenn man so kratzen? Katzen. Ach so. Weil die sich cutten. Ja. Egal. Man sagt ja schneiden, nicht ritzen, Robin. Ja, aber das ist ein richtiges Terminus. Also Kat hat ja dann mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Katja. Katja, ja, doch, die Katja. Die Katja. Ja, der ESC, liebe Leute, guckt den gerne und ist aber das erste Mal soweit. Hast du deswegen gesagt, den C irgendwo reindippen vorhin? Vor 10 Minuten den, hast den ESC reintippen. Ja. Nicht wirklich, also nee, nicht absichtlich. Also heute sind ja wirklich die Überleitungen der Wahnsinn. Die, die du mir vorhin kaputt gemacht hast und da diese Kaputtmachung jetzt noch ausgebaut hast, war die zu Corona. Ja. Denn in, nicht Wuhan, aber irgendwo in China wurde rumexperimentiert. Wo? Wuhan? Ja. Wuhan Solo. Wurde rumexperimentiert an einem Ableger. Ja, so ein Sequel, so ein Spin-Off, meine ich, von Corona, von Covid, wurde rumexperimentiert an Mäusen, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Und ist Covid nicht der Spin-Off von der Grippe? Auch, ja. Alle infizierten Mäuse starben. Chinesische Forscher experimentiert mit tödlicher Coronavirus-Variante. Ja, cool, das soll schon schief gehen, ne? Ja, also here we go. Ja, wenn die auf den Menschen übergeht, dann... Dann war es das halt. Ja. Noch eine Pandemie sind wir entfernt vom Aussterben der Menschheit. Ist in Ordnung. Ja, mehr habe ich jetzt auch nichts zu sagen. Also, you do you, ne? immer mach. Whatever floats your boat, China. Do it. Whatever floats your boat hat auch eine TikTokerin, nee, eine junge Frau gesagt. Die nennt sich Brittany Peach. Peaches. Und zwar ging sie viral mit einem Clip auf TikTok. Sie hat für die US-Firma Cloudflare gearbeitet. Noch nie gehört. Und wusste, dass sie entlassen wird in einem 10-minütigen Zoom-Call und hat dann quasi das Gespräch aufgenommen und gepostet, um halt zu zeigen, wie grausam solche Gespräche sein können und so und dass sie abgewätscht wurde und nicht mal der richtige Chef hat zu ihr gesprochen, nur zu zwei Assistenten. Und es war relativ emotional und es gibt gerade eine neue Diskussion darum, wie man eben Entlassungsgespräche handhaben soll. Okay, und das war ganz traumatisch, oder was? Sie waren einfach. Für sie scheinbar. Sie hat gemeint, irgendwie, ja, hier werden Existenzen zerstört innerhalb von 10 Minuten, und nur weil ich nicht genug verkauft habe, angeblich. Dabei habe ich einige Verträge schon an Land fast gezogen, so. Und aber die Firma meinte irgendwie, nee, man merkt schon erst 3 Monaten, wenn jemand tauglich ist und halt nicht. Und da der Kündigungsschutz in den USA nicht ganz so geil ist wie bei uns, können halt Menschen einfach so entlassen werden. Also, das klingt für mich so nach einem Video, da muss man dabei gewesen sein. Das kann sein. Jedenfalls habe ich geguckt nach viralen Videos der Woche und da ist mir das vorgeschlagen worden. Aha, okay, schön. Deswegen könnt ihr mal gucken. Für wen hat die nochmal gearbeitet? Cloudflare. Hat einen Schäferhund. Ja, heute werden wir, Leute, macht Strichliste und sagt am Ende, welcher der schlechteste Gag von allen war. Das wird auf jeden Fall in die Annalen der Geschichte eingeben. Haben wir jetzt über Rezo und Steuerung F schon geredet? Nicht ausführlich. Nee, aber es war auch spannend. Stimmt, hab ich auch gesehen. Ja. Willst du zusammenfassen? Ich krieg's nicht mehr zusammen, glaube ich.
Steuerung F hat eine Dugu gemacht über dieses komische Energy-Ding. More Nutrition, was auch, also Ernährungsergänzungsmittel, ich sagen, nicht was so, auch genau. Böhmermann zum Thema hatte. Und da wurde schlampig bis mit Agenda recherchiert und gehandhabt bei der Dugu. Und der Riso wurde auch kritisiert, weil der dafür Werbung gemacht hat. Das wiederum hat der Riso kritisiert, weil er gesagt hat, ey, die haben mich aber gar nicht richtig gefragt. Und das, was sie gefragt haben, haben sie nicht verwendet. Ich habe gesagt, ich bin allzeit bereit. Das ist eine ganz lange Geschichte, 2 Stunden Videos kannst du dir angucken. Und dann hat aber Steuerung F Gegenstatement gemacht und gesagt, hier, dies, das stimmt alles nicht, das stimmt alles nicht. Und dann konnte Riso alles beweisen, dass in diesem Statement-Video von Steuerung F die wieder gelogen haben und das falsch hingestellt haben und. Und daraufhin war erstmal Funkstille. Und jetzt hat sich Steuerung F natürlich nochmal ausführlich gemeldet in einem winzigen Instagram-Post. Und das war auch nicht zur Zufriedenheit von allen, die da kommentiert haben. Die wollen eigentlich, dass alle entlassen werden, die damit zu tun haben. Was vielleicht ein Step zu weit geht, weiß ich nicht. Abmahnung vielleicht. Ja, weiß ich nicht genau, aber ich bin da auch nicht tief genug drin, um das einschätzen zu können, wie Schweinerei da getrieben wurde oder nicht. Ja doch, ja, ich habe es schon gesehen, die haben schon ganz klar gelogen mit irgendwelchen wichtigen Details, die halt, die haben viele Sachen verdreht und haben aber das, also, sorry, ja. Für mich ist nur der Unterschied, ob die, und vielleicht kannst du das ja einschätzen, ob die das so richtig bösartig, weil sie halt Riso als Bösen darstellen wollten, oder weil sie halt gesagt haben, ah, fuck, wenn der Riso das jetzt nicht so macht, passt das nicht ganz in das, was wir hier erzählen. Das ist für mich halt ein Unterschied. Beiden, würde ich sagen. Also, sie haben schon bewusst auch gelogen in ihren Beiträgen. Widersprechen sich jetzt auch in ihrem Entschuldigungsvideo zum großen Teil. Also das ist ganz, ganz schwierig. Es ist auch richtig viel, was da war. Ich kann jetzt gar keine einzelnen Beispiele nennen, was da jetzt genau gelaufen war. Aber es war jedenfalls, Punkt für Punkt war irgendwie, wo wir dachten, fuck, Alter, wie dumm kann man eigentlich von denen aus sein? Das kann man doch ganz einfach irgendwie überprüfen. Und wieso hat man auch die Telefongespräche mit denen aufgezeichnet, jedenfalls seine eigene Stimme, um halt das belegen zu können. Und das war schon krass, wie Steuerung F da irgendwie umgegangen ist und wirklich ganz klar gelogen haben. Ja, und deswegen sagen die Leute jetzt, nennt euch lieber um in Alt F4. Denn ja. Das war nichts. Das war halt jetzt erstmal nur so, und sie sagen selber, es ist nur der Anfang von ihrer Aufarbeitung und ja, wir haben Scheiße gebaut und so, aber es ist irgendwie so ein, sie sagen halt, ja, wir haben uns verrannt und nicht, wir haben bewusst Scheiße erzählt oder sowas, weißt du? Ja, die verharmlosen das wieder ganz doll. Ja, und deswegen ist das nicht zur Zufriedenheit der Kundschaft. Und natürlich füttert das auch, wenn wir den Bogen spannen wollen, wieder die geneigten AfD-Leute, weil die Abschaffung der GEZ ist natürlich eine Sache, die da auch auf der Fahne steht, der Medienstaatsvertrag. Das kann er ernsthaft wollen, also ohne Scheiß. Ich finde das immer noch eine dumme Idee. Ich verstehe jede Kritik. Ich verstehe auch, dass man da umschmeißen muss. Wenn man das nicht will, dann zumindest eine grundlegende Reformation des Ganzen. Ja klar, ich brauche kein Traumschiff, keine 1000-Schlager-Shows. Das kann ich ja nachvollziehen. Oder Fußball-WM und so. Ja. Aber ganz ohne Staatsfunk, also ganz ohne die öffentlich-rechtlichen, es ist halt einfach dumm. Also wie jeder, der glaubt, dass es das nicht geben sollte, sollte man in die Geschichtsbücher gucken, warum es das eigentlich gibt. Da kommst du dann drauf, dass es reformiert werden muss, aber nicht abgeschafft werden sollte. Ich sag nur, dass das natürlich wieder auf die Mühlen drauf Durchfall macht. Von den Leuten, die sagen, ah, guck mal hier, die Leitmedien. Und das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja, aber es ist ja auch nur ein scheiß Funkkanal von irgendwie Tausenden. Ja, aber das ist ja den Leuten egal. Ja, klar ist es denen egal. Und also ist auch für mich eine weitere Sache, eine Reihe von Sachen, bei denen ich sage, es ist nicht so cool, ja, dass dafür Geld verlangt wird, was du nicht ausschlagen kannst. So. Was, wenn Funk jetzt den Brennpunkt zu sich holen möchte? Würdest du ja sagen? Ich habe ja schon mal für Funk gearbeitet. So ich weiß, sag doch, ob wir auch den Podcast nach Funk mitnehmen würden. Also ich glaube, dass wir mit unserem Podcast bei Funk wirklich ein Problem kriegen würden. Oder die sagen gerade jetzt, ja, wir werden jetzt richtig edgy und reformieren mal den Laden. Ja, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen unsere Mission hier, dass wir seit Jahren zeigen, man kann ja schon irgendwie de facto alles sagen und hier sind auch schon echt Sachen gesagt worden, die da schlackern die Ohren. Die aber man online nicht mehr finden kann teilweise. Ja, aber das ist ja dann auch eine Entscheidung gewesen und ja. Also man könnte die trotzdem sagen, aber halt mit Konsequenzen. So. Ja. Ne? Muss man halt so sehen. Es gibt ich habe diese Entscheidung übrigens nicht getroffen. Ich sag alles.
Dann sag Zigeuner mal. Ist ein Wort, was man nicht mehr sagen sollte. Okay. Aber ich habe es gerade trotzdem gesagt, weil ich so krass edgy bin. Eieiei. Nee, also ich muss sagen, es gibt halt keine Sprechverbote in Deutschland. So. Man muss halt, wie du schon gesagt hast, mit Konsequenzen rechnen, mit Widerspruch rechnen. Und es können halt so Menschen wie Thomas Gottschalk halt nicht, ne? Die halt so reden wollen wie zu Hause, auch vor großen Fernsehkameras. Man darf alles sagen. Ich will vieles aber einfach nicht sagen und ich tue mich auch schwer mit manchen Dingen, aber es ist dann auch meine Entscheidung letztendlich. Ja, das ist ja auch die Sache. Also keiner kann dir, glaube ich, oder ist da irgendwie, also bei dem Wort Zigeuner kann dir ja keiner irgendwie strafmäßig irgendwas. So. Nö. Das ist, du achtest Menschen, dann halt nicht, ja, da, du bist dann halt einfach disrespecting gegenüber den Leuten, so. Ja. Wobei das natürlich auch wieder immer so ein Ding ist, wo ich auch ein bisschen vorsichtig bin, dass Leute, die nicht selber betroffen sind, sich stellvertretend echauffieren. Aber ich glaube, gerade bei dem ist das schon okay, das einfach nicht zu sagen. Es ist einfach, keine Ahnung. Also sagt er, nachdem er es zweimal ausgesprochen hat. Jetzt sind wir bei Funk endgültig raus. Dankeschön. Ja, aber ich habe das ja nicht gesagt, du bist das, sondern es gibt dieses Wort, es gab dieses Wort. Und das ist vielleicht auch einmal ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie geharnischt zu sein. Ist auch aus der Zeit gefallen. Okay, kenne ich nicht. Ja, so ein Harnisch trägt man halt heutzutage nicht mehr, aber deswegen kann man es trotzdem noch sagen, das ist halt ein geiles Wort. Ein Harnisch trägt man heutzutage. Ja. Und du sagst ja was ganz Wichtiges, ne? Sollten nämlich die Personen, die halt nicht betroffen sind, so in die Bresche springen, da gibt es echt so zwei Theorien, die einen sagen nämlich ja, die Mehrheitsgesellschaft, die halt nicht der Diskriminierung ausgesetzt ist, sollte eben auch was dazu sagen, mit halt nicht nur die Minderheiten drüber sprechen, aber andere finden eben auch das Gegenteil und sagen, ey, lass doch den Kampf den Leuten, die betroffen sind und du weißt ja als weißer, privilegierter Mensch halt nicht Bescheid, wie die sich fühlen, ne? Es gibt zwei Seiten und ich weiß auch nicht, wie ich mich da am besten verhalten soll. Ich tendiere immer so ein bisschen mehr dazu, in die Bresche zu springen für die betroffenen Gruppen. Ja, ich und nicht. Krüppchen. Und das ist ja gut, dann ergänzen wir uns. Das ist kein Kreiswichsen hier, wie uns ich, gelegentlich... Ich springe für niemanden in die Bresche, außer vielleicht mal, weiß ich nicht, wenn wieder schlecht über Anders Breivik geredet wird oder so, dann... Hat er einfach nicht verdient. So, Leute. Das war hast das. Hast du noch Themen? Ich habe keine mehr, ehrlich gesagt. Ja, also Schluss offen. Damit, Schluss damit, Schluss damit habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Hand of Blood hat da wieder so ein Thema ausgeholt. Ist bestimmt irgendwie... Der will aufhören, oder? Irgendwie, oder? Der will was anders machen oder so. Der ist bestimmt auch ausgebrannt, wie halt alle sind. Weiß ich nicht. Vielleicht berichte ich da nächste Woche drüber. Oder auch nicht, wie wir Bock haben, ne? Ja. Nee, ansonsten bin ich erstmal durch. Hast du, weißt du, wir können doch auch mal jetzt neu ins Jahr starten und sagen, ey, wir müssen ja nicht mehr hier strecken auf 11 Minuten, um halt über Werbung schalten zu können. Wir machen einfach mal jetzt hier einen Podcast, machen einen Cut, wenn wir einen Cut machen wollen. Ja, der Cut passiert ja eh nicht. Das ist ja eher so ein Reißen, ja? Ja. Und die Rissnaht, die dehnt sich so ein bisschen, weil wir müssen ja die Woche noch bewerten. Das stimmt. Und Lieder einfügen. Das stimmt. Ja, und dann, weißt du, dauert das schon noch ein bisschen, bis das hier... Hast du einen Song für die Playlist? Ja, ich habe einen Song, und zwar der Downtown-Song. Und weißt du, warum? Der Downtown-Song? Den kennst du gar nicht. Der Klassiker? Downtown. Exakt der. Und den will ich jetzt seit 5 Tagen mir mal wieder anhören. Und habe es nicht geschafft, weil ich das immer wieder verchecke. Und ich habe mir den bei meiner Brennpunktliste hier reingeschrieben, Downtown. Aber von wem ist denn der Song original? Hier gibt es einmal eine Petula Clark. Müsste die sein, ja. Es gibt eine Anya Taylor-Joy. Nein, das ist eine Schauspielerin, was machst du? Anya Taylor-Joy, das ist doch jetzt die von Mad Max Furiosa, keine die Ahnung. Hauptdarstellerin. Macklemore gibt's noch. Von The Menu. Rod Stewart gibt's noch. Nein. Also von Petula Clark, Petunia Dursley. Okay. Als KI-Version so, quasi. So, und jetzt könnt ihr den Song quasi vor mir hören, obwohl ich das seit 5 Tagen machen will. Oder auch nicht. Da hast du noch 2 Tage Zeit, bis der Brennpunkt rauskommt. Das stimmt. Ich, wie gesagt, tue auch einen Song hinein, wenn ich den ganz kurz finden darf. Der Song heißt Katzen. Und zwar ist von der Band, ich muss es ablesen, tut mir leid, von Galant. Mhm. Eine Band, die noch recht unbekannt ist und jetzt einen großen Hype erleben wird. Die haben 498 HörerInnen auf Spotify mit Songs wie Sex in Wien, Korsett, Fruchtfliegen und jetzt halt Katzen. Toller Song, cooles Video, anhören. Mhm. Und Downtown von Petula Clark. Geil. Hat das explicit Lyrics? Nee, es hat nur Lyrics. Nur Lyrics, genau. Ja, was gehen wir jetzt nun in der Woche? Ist nicht viel passiert, ne? Gibt es eine Zahl, die bei One Piece relevant ist irgendwie? Also ich bin ja fast ja bei einer 2 oder so, ne? Es ist echt nicht viel passiert.
Ja, noch nicht. Es ist halt eigentlich nicht richtig, aber es ist halt für unsere Ergüsse. Ja, wenn jetzt hier Wachsel wieder ankommt und sagt, Außenreporter Wachsel meldet sich zum Dienst und sagt, in Ecuador sind 20 Leute in die Luft gesprungen. Hui! Haben versucht, die Erde aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, und dann kann ich halt sagen, ja, cool für die. Oder auch nicht. Also ich bin bei einer 2, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich würde auf 2,5 hochgehen, weil also was da am Persischen Golf alles vonstatten geht, das ist eigentlich, Das ist eigentlich jenseits von Gut und Böse. Ja, für den TikToker hier, der bei den Piraten da rumsitzt und so. Noch für Timothy Chalamet. Weil demnächst zu sehen bei Dune 2. Richtig. Und Poor Things läuft jetzt im Kino an und ist ein Film. Guckt ihn euch mal an. Poor Things. Mhm. Okay. Mit Emma Stone. Warst du im Kino? Noch nicht. Okay. Aber zur Ausstrahlung. Okay. Bin gespannt. Kommt der raus? Kommt der jetzt erst der noch? Ist, oder? Der läuft. Also das ist halt wieder so ein typischer Lichthaus-Film, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der im Cinestar kommt. Mhm. Aber ja, das... Ich glaube, ich kann ihn empfehlen, auch wenn ich ihn zu diesem Zeitpunkt, wenn ich jetzt das sage, noch nicht gesehen habe, sondern erst beim Ausstrahlen. Es gibt einen Film, mit dem ich mal mitgespielt habe, den ich nie gesehen habe, der heißt Der Schein trügt. Mhm. Und ich habe ihn bis heute nicht gesehen, der läuft doch nirgendwo, wenn ich das möchte. Er lief in Weimar wochenlang, ohne dass ich es gecheckt habe. Und erst am letzten Tag habe ich es gesehen quasi und da war es aber schon zu spät. Wenn Der Schein trügt irgendwo mal gespielt wird, reingucken, da geht es um irgendwie einen Mann, der mit einem Heiligenschein aufwacht und jetzt irgendwie sich für den Messias hält und oder nee, so halb zumindest. Das ist wortwörtlich zu nehmen. Genau, und diesen Heiligenschein irgendwie loswerden will. Deswegen Völlerei betreibt und so, ganz witzig. Da spiele ich eine Mini-Rolle am Ende relativ und ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, gut, dass du mich erinnert hast. Am 2.2. läuft nämlich Weimar Leben 3, Teil 3 im Kino in Weimar Nord. Ach, da, wo du da mitgemacht ein Kino hast. Sein, ja. Der aus dem Internet einen Film über den YouTuber Robin Nosterafo, YouTuber kleingeschrieben, der Weimar in Aufruhr bringt. Ja, jeden Tag. es ist ja alt. Der Film ist der ist von 2018, glaube ich. Dann weiß ich es noch, okay. Ja. Den kann man halt nirgends sehen. Also, wenn euch das interessiert und wenn ihr Locals seid, guckt euch. Ich wusste gar nicht, also ich wusste nicht mal, dass Weimar Nord irgendwie Anschluss ans Wassersystem wusste hat. Wusste ich auch nicht, krass. Und jetzt haben die auch einmal irgendwie ein Kino. Ich kann euch auch sagen, wo das sein soll. Marcel-Paul-Straße, Stiftung Wohnen. Marcel-Paul. Ja, kommt vorbei. Also ich gehe auch vielleicht hin, wenn ich Zeit habe. Warum nicht? Also es ist natürlich nicht nur das. Es kommt Achtung Marlene, Immer in Bewegung und Der aus dem Internet. Also es wird zusammen wahrscheinlich so 30, 40 Minuten gehen. Und es geht halt um drei verschiedene Leute. Ich bin einer davon. Beziehungsweise ist halt auch bei mir Herodes mit dabei. Also ich will das jetzt gar nicht so auf mich beziehen. Aber also Marlene ist auf jeden Fall sehr witzig. So eine freche ältere Dame. Und Immer in Bewegung ist so ein 85-Jähriger, der noch viel Fahrrad fährt und auch richtig witzig ist. Also drei alte Menschen werden da quasi beleuchtet. Exakt. Es lohnt sich also auch über mich hinaus, sich das vielleicht mal anzugucken. So, jetzt muss ich aber nur mal ganz kurz gucken, wo das jetzt nun genau war. Also die Adresse habe ich gesagt, aber das ist ja kein Kino da, oder? Vielleicht ist es einfach nur so ein Raum. Googelt mal Weimar Leben, Kino. Naja, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinzwirbeln, wenn ihr wollt. Weimar Leben. Das sind wir schon durch für heute, wa? Ich bin immer durch, das ist mein Secret. Same. Achso, ich habe übrigens auch den Dungeons & Dragons Film jetzt gesehen und war eine 3,5 von 5. Mhm. Wäre rein filmisch bei einer 3 gewesen, aber wie das Finale mit dem Antagonisten aufgelöst wird, hat mich in solch ein Gelächter versetzt. Da habe ich nochmal 0,5 Punkte draufgelegt für diesen doch schönen Film, der das Herz am rechten Fleck hat. Ach schön, das freut mich doch. Gut. Ich gehe jetzt in die Badewanne zu Hause. Das machst du komplett richtig. Ich freue mich voll drauf. Ich war letztens schon in der Badewanne und da ging das Warmwasser nicht mehr, habe es aber nicht gemerkt. Habe es laufen lassen. Wollte einsteigen, es war arschkalt. Richtig ärgerlich. Ich habe das einmal vor vielen, vielen Jahren, das war noch vor Habecks Zeit, ja, habe ich das einmal gemacht, dass ich hier irgendwie so 20 Töpfe und Wasser koche, weil halt wir hatten eine Woche kein heißes Wasser. Und dann hier wirklich Kochtopf, weil ich einfach so Bock hatte. Also das war auch halt im tiefsten Winter und so. Mhm. Aber nee, Rotze. Ja, das nicht. Hatte ich ein paar Mal irgendwie auch in meiner damaligen Wohnung noch, weil es auch manchmal einfach für eine halbe Stunde einfach ausgeschalten worden ist, das Warmwasser. Und bei uns offenbar jetzt auch in der aktuellen Wohnung, keine Ahnung, jedenfalls war es arschkalt. Aber mach mal, also kannst ja auch, wenn das länger ist, Mietminderung fahren. Ja, es war jetzt nur einmal für eine halbe Stunde oder so, wahrscheinlich, dass es ausgefallen war. Mietminderung, 50 Cent.
Lohnt sich, glaube ich. Pfennigfuchser? Haben und nicht haben. Kann ich mir einen Stift kaufen? Habeck und nicht haben. Habeck. Also doch, also das ist so die Frage, die so in den nächsten anderthalb Jahren sich noch stellen wird. Kanzler Habeck, ich sag's dir. Ja, da, also wenn Merkel wird weg, schon so ein Spruch war. Merkel muss weg. Und Habeck. Aber das passt gut, finde ich. Habeck muss weg. Habeck muss weg. Ja, aber finde ich nicht, dass er das unbedingt muss. Scholz muss weg. Ja. Baerbock muss weg. Das geht nicht so gut, Baerbock. Ja gut, Leute. Wir müssen jetzt weg. Annegret Kramp-Karrenbauer muss weg. Die hat jeder vergessen. Musst du die jetzt hier rausholen und ihre Leiche schänden, Alter. Ja. Keiner denkt noch an die. Na gut, Bis tschüss. Bis nächstes Mal, ciao.